Wem gehört das Auto hier? Das ist der Fahrer. Ja, der weg. Thank you.
Thank you.
Wir befinden uns hier in einem Gewerbegebiet auf der Hans-Böckler-Straße in Langenfeld. Wir sind um 17.14 Uhr zu einem Werkstattbrand alarmiert worden und hier zur Hans-Böckler-Straße ausgerückt. Der erste Abmarsch von der hauptamtlichen Wache in Langenfeld war schon so, dass man massive Rauchentwicklung von der Wache aus erkennen konnte und mehr oder weniger auf Sicht zu dem Objekt hier Hans-Böckler-Straße anfahren konnte. Bei Ankunft der Kräfte schlugen die Flammen schon oben aus dem Dach und es kam zu massiver Rauchentwicklung. Wie die ersten Kräfte hier ankamen, ist der massive Löschangriff vorbereitet worden. Und in der Autowerkstatt kam es zu kleineren Explosionen von Druckgasflaschen, Farbspraydosen und Ähnlichem, die dann eingedämmt werden mussten. Bei Ankunft der ersten Kräfte hier ist der Besitzer der Autowerkstatt und ein Angestellter konnte sich schon ins Freie retten, wurde bei dem Austreten aus der Werkstatt verletzt und wurde hier dem Rettungsdienst übergeben. Weiterhin sind zwei Feuerwehrleute mit Kreislaufproblemen auch hier an der Einsatzstelle verletzt worden. Wir sind hier angekommen, haben auf der Anfahrt schon das Alarmstichwort auf Stadtalarm erhöht und haben dann hier drei Brandabschnitte gebildet und da einen massiven Löscheinsatz vorgebracht. Insgesamt 8 C-Rohre, 3 B-Rohre und ein Schaumrohr sind hier zum Einsatz gekommen. Insgesamt wird jetzt hier vorbereitet, die PKWs vor der Autowerkstatt durch ein Abschleppunternehmen in Sicherheit zu bringen. Das THW ist angefordert, Teile der Autowerkstatt in der Front einzureißen, weil wir haben noch Brandnester, die wir nicht erreichen können. Hier gibt es eine Zwischendecke und die muss geöffnet werden. Wir haben also im Prinzip auch Stadtalarm im Stadtgebiet Langenfeld erhöht, haben zusätzlich zwei Löschzüge überörtlich angefordert, die hier in den Einsatz gekommen sind, beziehungsweise einer der Löschzüge hat den Grundschutz der Stadt Langenfeld sichergestellt. Wir haben zusätzlich hier an der Einsatzstelle die Warn-App Nina für das Stadtgebiet Langenfeld und den Süden Hilden ausgelöst und die Bevölkerung gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Zusätzlich haben wir aus dem Kreis Mettmann einen überörtlichen Messzug angefordert, der hier Messpunkte aufgezeigt hat und diese dann vermessen hat. Es gibt keine Auffälligkeiten zu melden. Aus den Messprotokollen geht hervor, dass die Warnschwellen nicht überschritten wurden. Es gab leichten Rußniederschlag. Hier das Ende des Einsatzes können wir im Moment noch nicht abschätzen. Das wird aber bis tief in die Nachtstunden andauern, bis wir hier die Einsatzstelle verlassen können.
weitere Erkundung erfolgt jetzt von mir ein Fehler. Thank you.
Ja, Update hier von der Einsatzstelle. Wir haben insgesamt 115 Feuerwehrleute hier im Einsatz, Frauen und Männer, und zusätzlich vom Technischen Hilfswerk noch 20 Personen, sodass wir insgesamt 135 Personen haben. Die Feuerwehrkräfte sind aus dem gesamten Kreis Mettmann, die uns hier unterstützt haben. Das Dach wird durch das THW mit einem Bagger geöffnet, um an die Zwischendecke oder den Brand in der Zwischendecke zu gelangen. Wir sind jetzt natürlich schon zu fortgeschrittener Stunde. Das Dach ist geöffnet. Die Rauchentwicklung ist massiv zurückgegangen. Wir haben da natürlich über die beiden Drehleitern Wasser eingebracht, sodass wir auch hier weitestgehend das Ganze abgelöscht haben.